Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild Flowers. Es ist Montagmorgen in Fairhaven, es regnet schon wieder. Aber da müssen wir mindestens nicht gießen, ne? Was haben wir zu tun? Ja, der Trank ist fertig, ne? Jetzt warten wir nur noch darauf, dass die Blumen fertig werden, dass wir die abpflanzen. Abpflanzen ist auch interessant. Ernten können. Ja, genau. Und dann werden wir uns um die neue Jahreszeit kümmern. Und wie ihr sehen könnt, wir haben eine neue Aufgabe bekommen letztes Mal. Wir haben die Farm fertig gebaut und wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Hühnerstall zu bauen. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Holz sammeln. Aber wie jeden Morgen gucken wir natürlich erstmal nach Omi. What's your plan today? Going to do some farming? Maybe explore some more? Was hast du heute vor? Ein bisschen Farmarbeit oder willst du vielleicht die Gegend erkunden? Das hatten wir tatsächlich schon mal, ne? Ich schau mal gerade schnell ins Inventar. Genau, hier ist unser Trank. Tee hatten wir gemacht, das ist gut. Okay, ich glaube, das ist jetzt unser letzter Tag. Ist es nicht. Wir gehen in den Keller. Wir sind schon langsam. Das heißt, wir machen nochmal schnell einen neuen Trank. Nein. Hätte gerne den Schreibtisch. Vielen Dank. Ich verarbeite direkt mal beide und wir machen direkt mal einen neuen Trank. Oder einen neuen Zauberspruch eher. So. Damit wir wieder flitzen können. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. So. Dann sind wir wieder mit schnellen Füßen unterwegs. Ja, das ist fertig. Ja, 3 Tage brauchen die Blumen noch und dann können wir hier alles abernten. Achso. Ja, das lassen wir mal. Nein, zurück. Komm. Ah, und wir haben eine Katze. Sie wohnt jetzt bei uns. Hey there, Kitty. Ja. Was? Wir haben Katzen. Man bekommt Katzenfell von der Katze? Was macht man damit? Okay. Interesting. Sehr, sehr interesting. So, wir haben Montag. Wir könnten auf jeden Fall. Bruno ist nicht da. Dann können wir das nicht. Nochmal Fischstäbchen machen, um Geld zu machen. Ansonsten können wir auf jeden Fall wieder sammeln gehen und Holz hacken und sowieso Unkraut sammeln. Wie viel Holz brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch ein bisschen was. Aber das sollten wir eigentlich jetzt schnell hinkriegen. Obwohl ich überlege gerade, ob wir vielleicht das größere Gebäude erst machen, bevor wir den Hühnerstall machen. Wir gucken gleich mal. Ich gucke gleich nochmal in der Hütte, was wir eigentlich da noch reinstellen können. Schon mal ein bisschen Holz. Zack. Ich wünschte, ich könnte so über den Zaun springen. Eisenbarren können wir auf jeden Fall noch herstellen. Können wir eine Kerzentauchstation machen? Linnensafter können wir schon machen. Ja, dafür fehlt uns noch Gold für die Metallwerkbank. Gold haben wir auch noch nicht. Aber das Gärfass können wir zum Beispiel auch schon machen. Und wenn wir halt ein bisschen Lehm sammeln gehen, den wir ja überall in den Minen tatsächlich finden, können wir auch den Glasschmelzofen stellen. Deswegen glaube ich, dass es gerade sinnvoller ist, erstmal die größere Hütte zu machen und die Sachen da drin aufzubauen,
und dann den Hühnerstall zu machen. Hallo Natalia, wie geht's so? So, not much of one for gossip, but I heard you had some bad luck right before moving here, in small town and all. Ich mache mir eigentlich nicht viel aus Klatschgeschichten, aber ich habe gehört, dass du kurz vor deinem Umzug hier etwas Pech hattest. Ist eine kleine Stadt. Yeah, I guess you could say that. I lost my job and my fiance and then my lease didn't get renewed. Ja, das kann man wohl sagen. Meine Verlobung ging in die Brüche. Ich habe meinen Job verloren und dann meine Wohnung. Uff, that is a bad run. Well, hopefully your luck will turn around now that you're here. Mine sure has. Uff, das ist echt eine Pechsträhne. Hoffentlich hast du hier jetzt mehr Glück. Bei mir war es so. Okay. Eisenbarren. Hauen wir mal raus. Können wir noch Kupferbarren machen? Machen wir noch einen Kupferbarren? Ah, ich lass mal übrig. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie Kupferessenz brauchen. Silber haben wir noch nicht gefunden. Gold haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, das war's hier erstmal. Cool. Aber wir sind in der Bekanntschaft gestiegen. Das ist doch auch schon mal was. Ach so. Haben wir hier was Neues? Das ist auch immer noch derselbe Kreis. 10. Kupferbarren ist halt auch echt eine Hausnummer, ne? Wir haben das mit dem Karpfen noch, ne? Ja. Schauen wir mal, ob wir einen Karpfen kriegen. Im Wald. Ob wir einen angeln können. Was ein Wetterchen. Ja, hier sind auf jeden Fall große Fische mit dabei. Ah, Mist. Wir brauchen unbedingt neue Köder. Aber die kriegen wir halt auch erst morgen, wenn Bruno wieder da ist. Und wir kriegen ein Rezept. Natürlich kriegen wir ein Rezept. Recipe. Churros! Nice! Sehr cool. Ja, zeig mal her. Ja, wir haben ja Nachtischding, ne? Schokolade, Mehl und Zucker. Ein Snack aus frittiertem Teig und Zucker, der in Schokosoße getunkt werden kann. Mmh. Lecker. Hey Bruno, hast du zufällig Köder dabei? Sag mal. Oh, quick. Yeah. Wie groß dieser Pilz in der Ansicht ist, ne? Karpfen. Verdammt. Wir werden diese Karpfenquest nie los. Hey Bruno. I'm all out of strength. Ja, du sollst auch nicht den. Ja, du sollst auch nicht den Baum fällen. Du sollst quatschen. Sophia's food is great. And it sure beats dining with Vanessa and Otto at the Mayor's Mansion. Sophias Essen ist klasse. Es ist mir auf jeden Fall lieber, als mit Vanessa und Otto in der Villa des Bürgermeisters zu speisen. Do you know what a macrobiotic diet is? It's a horror is what it is. Weißt du, was eine makrobiotische Ernährung ist? Sie ist ein Albtraum, das ist mal klar. Ach Gott. So, wir haben keine Köder mehr. Das heißt, wir können auch nicht mehr angeln. Ja, nun gut. Nun gut. Ich gucke jetzt gerade nochmal, was wir für die größere Hütte brauchen. Ich weiß, 200 Münzen, glaube ich, war es auf jeden Fall. Hm, genau, der Werkzeugschuppen. Und 200 Münzen. Du musst einen Bereich auf deiner Farm freiräumen, bevor ich mit der Arbeit beginnen kann. Welchen Bereich? Ich dachte, das Ding ist neben meiner Hütte und die wird einfach nur größer. Welchen Bereich? Oh, warte. I can make a bigger shed, but you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Den grenzenden Bereich? Mann, das wegmachen? Got it?
You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass man den Kram da wegmachen kann. Das gucken wir uns jetzt aber mal an. Ach, jetzt haben die das hier. Ich meine, wofür haben wir das hier, ne? So, wir haben uns das Katzenfell noch gar nicht angeguckt. Fell von Katzenvertrauen kann als nützliche Zauberzutat dienen. Okay. Dann machen wir den Kram doch mal hier weg. Aber das geht nicht, ne? Nee. Hä? Huch! Hä, aber das war doch jetzt nicht nur der Stein, oder? Ich bin jetzt nicht hier runtergerannt wieder, um einen Stein wegzumachen. Aber der Laden macht jetzt auch zu, ne? No, sorry. Ringpacker, die Baumaterialien. Ernsthaft? Parker, wo bist du? Da kommt die Katze. Wie lange ist der Laden auf? Bis 17 Uhr, ja. Dann ist jetzt eh vorbei. Können wir noch was sammeln? Wir waren noch nicht am Strand, ne? Mushrooms. Ein Unkraut. Dann gehen wir nochmal schnell am Strand. Sachen sammeln. Oh, hey Thomas. Wenn es was gibt. Ja, und sonst müssen wir auf morgen warten. Ja, unser neuer Farmer. Bananen und eine Muschel. Sehr schön. Ach, wisst ihr was? Ich laufe eben noch mal schnell in den Wald. Und guck mal, ob neue Mondblumen da sind. Und dann fällen wir da noch ein bisschen Holz. Dann gehen wir gleich schlafen. Und dann kümmern wir uns morgen um den ganzen anderen. So, dann gehen wir Köder kaufen und Fisch und verkaufen Fischstäbchen. Wenn er dann morgen auf hat, warte, wir haben Montag. Ja, der hat die ganze Woche auf, dann geben wir die größere Hütte in Auftrag. Oh. Ich finde, er sieht immer so traurig aus. Ja, wir haben 3 neue Mondblumen. Cool. Achso, und ja, Holz. Dann brauchen wir unsere Energie jetzt noch eben auf. Ich würde doch mal vermuten, dass das Holz hier in dem Wald mit Sicherheit nachspawnt, oder? Maybe. Mal das, aber ich glaube, wir brauchen ja eh noch ein bisschen Holz für die größere Hütte, da müssen wir eh noch mal was nach abholzen. Ja, wir haben halt 10, dann gehen wir mal schnell schlafen und kümmern uns dann um die ganzen Aufgaben aus der Pipeline. Hui. So, wir sind zu Hause, wir gehen schlafen.
Gute Nacht. So, und schon ist Dienstag. So schnell kann's gehen. Guten Morgen. Morgen, Omi. You don't need to hover over me. Why don't you head into town for a change of scenery? Meet some people. Du musst dir keine Sorgen machen. Warum gehst du nicht ein bisschen für einen Tapetenwechsel in die Stadt? Ein paar Leute treffen. Na klar doch. So, aber zuallererst. Noch 2 Tage. Die könnte man jetzt ernten. Wir lassen es aber mal wegen den Bienen noch. Das dauert noch 1 Stunde. Zack. Wo ist unsere Katze? Gefühlt kriegen wir jetzt auch viel mehr Unkraut, ne? Was sehr gut ist. Da ist sie. Das Unkraut hier sammeln. Oh, nein, nicht. Lass mir den Baum in Ruhe. Und holzen wir mal schnell den kleinen Baum ab. So, und Kraut und sagen, Mietzi, guten Morgen. Hey there, Kitty. Okay, das ist ein bisschen creepy. Wir kriegen Knochen von der Ja, die hat bestimmt irgendwas gefuttert, ne? Und da sind die Knochen übrig geblieben. Und wieder hochgewürgt oder was? ja, nun. Wir geben die Hütte in Auftrag. Whee. Und dann gehen wir zu Bruno. So, wir schauen mal schnell, gibt es hier was Neues? Aber das ist wahrscheinlich auch was, was sich wöchentlich dann ändert, oder? So, guten Morgen. Ich habe aufgeräumt. Und weh, du sagst, ich muss noch mehr aufräumen. Du scheinst schon etwas Platz geschaffen zu haben. Ich kann also anfangen, sobald du mir Bescheid gibst und das Geld stimmt. Ernsthaft? Wegen diesem Stein bin ich wieder zurückgegangen. Okay. Danke, du wirst viel mehr Platz für deine Werkzeuge und so haben. Das sollte nur etwa einen Tag dauern. Yay. Wir kriegen einen größeren Werkzeugschuppen. Lena's always stressed out when the kids get out for summer break. But I like it when they hang around my shop. Lena ist immer gestresst, wenn die Kinder Sommerferien haben. Ich mag es, wenn sie bei mir im Laden sind. And Finn keeps his hands off the power tools when I tell him to. Most of the time. Und Finn lässt die Finger von den Elektrogeräten, wenn ich es ihm sage. Zumindest meistens. Ach ja. So. Und jetzt auf, runter. Zu Bruno. Der noch nicht da ist. Kommst du um 11? Wir haben 10. Dann quatschen wir mit Kai, Damon und Lena. Hello. Oh, this is weird. I could have swore I got a new shipment of chocolate bars in. Komisch. Hätte schwören können, dass ich neue Schokoriegel bekommen habe. The box is gone. Aber die Schachtel ist weg. Maybe it was one of the kids. I've heard they like to prank people. Vielleicht war es eins der Kinder? Die spielen ja angeblich gerne Streiche. Nah, brah. Emmy always pays for her chocolate with her allowance. She takes pride in her junior budgeting skills. Nee, keine Chance. Emmy bezahlt ihre Schokolade immer mit ihrem Taschengeld. Sie ist ziemlich stolz, wie gut sie mit ihrem Geld umgehen kann. Maybe I'm just burned out from doing 2-a-day sessions this past week. Vielleicht bin ich auch nur schlapp, weil ich letzte Woche 2-mal am Tag gesurft bin. Was denn so Schönes? Pflanze einen Setzling in einem Beet und warte 15 Tage, bis er zu einem Olivenbaum herangewachsen ist. Da steht keine Season bei. Geht das immer? Ach, da gibt es noch Apfelbaum, Samen für schwarzen Tee. Schokolade. Ach, guck mal, hier kriegt man auch Zimt und Leder, Pilzleder, Zitronenbaumsetzlinge. Okay, Freunde, ich glaube, wir müssen dir ein bisschen was. Oh, verkaufen. Sind das die Kerzen, die wir dann herstellen können? Halb
Packers. Bis jetzt können wir ihm nur Papier verkaufen. Wir müssen Papier machen. Um mehr Sachen freizuschalten. Das ist ja mega cool. Granatapfel, Orange, Safran, Seidenraupen. Oh, okay. Hä, ich dachte, er kommt jetzt so. 10.10 Uhr, ist jetzt doch schon da. Na egal, wir quatschen trotzdem mit den Leuten. All the small business owners here get a discount at my place. But Sophia gets a double discount. Alle kleinen Unternehmer hier bekommen bei mir einen Rabatt, aber Sophia bekommt einen doppelten Rabatt. It's my way of paying her back for all the free food she makes me take. So kann ich mich für all ihr kostenloses Essen revanchieren. Oh. Guten Morgen, Bruno. Poor Otto got so seasick when he was a kid. One time we got stuck in a side sea coming back to port and... Der arme Otto ist immer so seekrank geworden, als er noch klein war. Einmal hatten wir auf dem Weg zurück in den Hafen fürchterliche Wellen von der Seite. Oh, the stern was a mess, I'll tell you that. He refused to go out on the water from then on. Auf dem Heck war es furchtbar, ich sag's dir. Danach hat er sich geweigert, mit mir rauszufahren. So, wir brauchen Würmer. So, und... Thunfisch. Können wir 20 kaufen? Ja, damit. Gut. Hallo, Lina. Hey, Lina. At the till again. Hey, Lina. Wieder in der Kasse? Well, I have to be. Since my dad retired a few years ago, it's just me running this place. Naja, muss ich ja. Seit mein Vater in Rente ist, arbeite ich alleine hier. Parker helps when he can, but he has his workshop. Parker hilft aus, wenn er Zeit hat, aber er hat ja auch seine Werkstatt. Sometimes I pay Sebastian to help me restock the shelves if he wants new grip tape for his skateboard. Manchmal räumt Sebastian für mich Regale ein, wenn er neues Griffband für sein Skateboard braucht. But otherwise, it's all me. Aber sonst bin ich hier allein. Okay, wir brauchen Mehl. Ja, zack. Fast pleite, aber es ist nicht schlimm. Das, wir können ja auch eigentlich mal... Brauchen wir die Kartoffeln für irgendwas? Ja, mal ein paar verkaufen, ne? Ja, um auch einfach mal ein paar Sachen freizuschalten wieder. Ja, fast. Oh, come on. Ja, ich glaube, aus dem Weizen machen wir lieber Mehl. Zwei Bananen. Ja, nice. Menschelsamen, Butter und Süßkartoffeln haben wir jetzt freigeschaltet. Cool. Aber. So, wir flitzen nach Hause. Wir machen schnell Fischstäbchen und verkaufen die noch. Damit wieder ein bisschen Geld reinkommt. Und, ach cool, er steht tatsächlich hier und arbeitet. Wie cool ist das denn? Ja, wenn er fertig ist, werden wir dann die ganzen Gerätschaften mal nach und nach angehen. Sehr, sehr cool. Jo, aber wir machen Fischstäbchen. Mit Thunfisch. Ja, das sind dann mal eben 2000 Münzen jetzt wieder, ne? Hihihihi. Sehr, sehr cool. So, dann mal schnell zurück ins Diner. Hallo. Schau mal. Ich habe wieder frische Fischstäbchen.
So, schnell in den Wald. Dann gucken wir mal eben, ob wir endlich den allerletzten Karpfen kriegen, damit wir diese Quest endlich abgeben können. Das wäre sehr, sehr schön. Sammeln wir. Oh, mein Lied hat noch Holz. Die Erdnuss nehmen wir noch mit. Ja. Da ist ein größerer Fisch mit dabei. Oh, quick! Oh, yes. Na, und? Schon. Es ist immer dieser blöde Kackwelz. Ich will kein Wels. Niemand möchte Wels. Ich sag's ja. Ach, da sind jetzt direkt neue gespawnt. Dann versuchen wir das nochmal. Kein Glück. Letztes Mal zwei direkt hintereinander gefangen und jetzt wieder die ganze Zeit nichts mehr. Ich sehe nicht, was da drin ist. Nee, das sind nur kleine. Das bringt uns nichts. Na gut, dann ein andermal. Dann ist jetzt aber die Frage, was tun wir jetzt? Darauf warten wir. Ja, den Hühnerstall. Achso, dann können wir Holz sammeln auf jeden Fall noch für den Hühnerstall. Oder für Papier, um es zu verkaufen. Das ginge auch. Ja, hier vorne ist auch was hingefallen. Okay. Ich glaube, einen Baum können wir noch. Dafür müssen wir noch genug Energie haben. So, 83 Holz haben wir jetzt wieder. Da sind sie, die zwei. Ja, ansonsten können wir jetzt gerade gar nicht so viel machen, ne? Müssen jetzt auf die Hütte warten. Ja, morgen ist dann hoffentlich die hier fertig. Kleine Bienchen. Will ich nochmal streicheln? Cool. Okay, dann passiert aber. Oh, dann passiert aber nichts. Das ist die Papierpresse. Könnten wir hier eigentlich noch was Neues? Nee, das haben wir alles. Dafür brauchen wir Muscheln. Dafür brauchen wir Fliegenpilze. Ja, den Seetang werde ich dafür jetzt nicht verschwenden. Das haben wir gemacht. Das müssen wir dann noch zum Zirkel bringen. Ah, wisst ihr was? Wir gehen schlafen und ich hänge noch einen Tag dran. Is it time for bed? Ja, komm. Geh schlafen. Dann machen wir noch einen Tag jetzt. Bin neugierig.
unsere neue Hütte und so. Guten Morgen! So, unser Temposchubzauber geht noch 2 Tage. To everything there is a season. But even that can be negotiated sometimes. Für alles gibt es eine Jahreszeit, aber selbst darüber lässt sich streiten. Okay. Die sind alle fertig. Die sind fertig. Die brauchen Wasser. Ja, noch ein Tag. Sehr cool. Dann können wir nämlich auch mit dem Zaubertrank zum Zirkel gehen. Und dann den Sommer einleiten. Ich darf den Kätzchen guten Morgen sagen. Oh, what a good bird. No. Die Katze hat sehr komische Sachen, die sie uns gibt. Eine Grille. Also hat sie eine Grille gefangen. Sehr schön. Ach, herrlich. Ich finde es cool, dass sie jetzt bei uns auf dem Hof rumläuft. So, hier gibt es nichts mehr. Wir gucken auf jeden Fall am Strand, was es wieder zum Sammeln gibt. Wir nehmen natürlich hier das ganze Unkraut mit. Parker ist auch schon da und arbeitet an der Hütte. Das ist super. Hier, zack, zack. Sehr schön. Das war eine Distel. Holz können wir immer gebrauchen. So. Aber das heißt, wenn er jetzt hier ist, dann können wir auf jeden Fall das andere noch nicht in Auftrag geben. Da müssen wir dann echt bis morgen warten, ne? Unsere Hütte fertig ist. Ach ja. Es gibt neue Blaubeeren. Sehr, sehr schön. Hier noch irgendwas? Eine Muschel. Ja, wir gehen auf jeden Fall im Wald angeln. Achso, dich nehmen wir auch mit. Oh, was wir uns auch noch nicht angeguckt haben. Ich auch dachte, das gibt vielleicht nicht mehr. Wir haben uns den Shop hier von unserem neuen Farmer gar nicht angeguckt, weil er sagte, wir können ja erstmal nur Eier bei ihm kaufen. Aber wir haben uns das noch gar nicht angeguckt. Sag mal. Guck mal. Geflügelfutter und Heu. Oh, hallo. Kleines Küken, Schaf, Kuh. Das wird dann eine Ente sein, ne? Schwein und Alpaka dann. Jo. Ist das cool. Had any luck with building that coop? Hattest du schon Glück mit deinem Hühnerstall? What you do, I'll be able to sell you some chicks. Wenn du einen gebaut hast, kann ich dir Küken verkaufen. Ja, das machen wir noch. Bald, bald. Hier unten lag noch nie Seetang. Das kann hier auch unten am Strand liegen. Da lag noch nie Seetang. Nice. Ja. Wir gehen in den Wald, wir gehen angeln. Ich will diesen blöden Karpfen. Wir schaffen das noch. Ja, der Laden ist ja jetzt zu. Müssen wir dann warten, bis der mit unserer Hütte fertig ist. So.
willst. Natürlich. Aber ich glaube, wir brauchen noch diesen anderen, ne? Ah, diesen rosanen. Ich glaube, den rosanen da brauchen wir. Genau den da. Gotcha. Und? Na? Ah, es ist ein Karpfen. Wir haben unseren Karpfen. Jetzt aber schnell zu Kim. Oh, warte. Dich nehme ich mit. Alraune. Kim! Kim, wir haben Karpfen. Wir haben endlich den scheiß Karpfen. Schule gerade vorbei. Hui. Jetzt aber schnell. Schnell weg mit dieser Quest. Kim! Kim, Karpfen! Ich muss dieses Rezept meiner Mutter für dich, gebratenen Karpfen, ausprobieren. Aber ich habe alles nur kein Karpfen geangelt. Fischerleute, helft mir! Nice work. I need this. Gute Arbeit, das habe ich gebraucht. Endlich. I was supposed to go back home for my family's Lunar New Year dinner a few weeks ago. Ich sollte vor ein paar Wochen nach Hause zu meiner Familie fahren, zum neuen Mondjahr. My mom's side makes the whole thing out of everyone coming home. But I just, I didn't want to deal with it this year. Die Familie meiner Mutter macht großen Wirbel um alle Heimkehrer. Aber ich hatte dieses Jahr keine Lust darauf. So, was gibt's eigentlich bei dir im Shop? Hier kann man noch Hühnchen kaufen. Ja, nice. Endlich. Endlich. Sind immer noch die gleichen. Der immer da sitzt, ey. Ja, da ist noch keiner. Das ist in Bearbeitung und das können wir erst machen, wenn Parker fertig ist. Boah. Haben wir jetzt Freizeit? Können wir noch ein bisschen Holz hacken? Und sonst gar nicht mehr so viel machen. Ist er fleißig. So. Und fertig mit der Arbeit. You should feel free to come by the Consciousness Center anytime. Du solltest dich nicht scheuen, im Zentrum für Bewusstsein vorbeizukommen. I wasn't sure what to make of it when Messenger Connor first moved here. Ich wusste anfangs nicht, was ich davon halten sollte, als Bote Connor hergezogen ist. But it's chill. It's just about trying to be a better person. Aber es ist ganz ungezwungen. Es geht einfach darum, zu versuchen, ein besserer Mensch zu sein. Ja, ich überleg's mir mal. Teleportieren sich hier immer die Leute. Oh, Entschuldigung. Heard Messenger Cameron say he's having a hard time keeping up his stock of pamphlets. Ich habe gehört, dass Bote Cameron nur noch wenige Broschüren auf Lager hat. That must mean that his message is really getting popular in town. Das bedeutet wohl, dass seine Botschaft hier wirklich Anklang findet. Ach ja. Hey Damon. I'm getting the sense that Emmy and Finn have quite the reputation. Is it deserved? Langsam habe ich das Gefühl, dass Emmy und Finn hier ziemlich berüchtigt sind. Haben sie sich diesen Ruf verdient? Look, they never prank me, but that's because I treat them like humans and not little menaces. Hm.
Also, mir spielen sie nie Streiche, aber das auch nur, weil sie sich wie Menschen, weil ich sie wie Menschen behandle und nicht wie kleine Plagen. Also, Lena's kind of my big sister, so I'm kind of their cool uncle. And you don't mess with the cool uncle. Außerdem ist Lena sowas wie meine große Schwester. Also bin ich sowas wie ihr cooler Onkel. Und mit dem coolen Onkel legt man sich nicht an. Ach, herrlich. Du bist noch in der Praxis? I ran into Natalia at the diner and she asked me to vet her dating app profile. Ich bin im Diner Natalia begegnet. Sie wollte, dass ich ihr Dating-Profil anschaue. I did my best, but I don't understand why anyone bothers with dating apps. I've never used them. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich weiß nicht, warum Leute Dating-Apps benutzen. Ich habe die nie benutzt. And even if I wanted to, they don't cater to queer women. Und selbst wenn ich das wollte, sind sie nicht für lesbische Frauen ausgelegt. Ist schon zu. Auch noch ganz alleine hier. Hey, how much do you remember about polynomial factorization? Hey, was weißt du noch über die Faktorisierung von Polynomen? Sebastian, I don't even remember what that is. Sebastian, ich erinnere mich nicht einmal daran, was das sein soll. That's what I told Miss Soft when she said I should pay more attention in algebra 2. Ah, genau das waren meine Worte, als Frau Soft mir gesagt hat, ich solle in fortgeschrittenem Algebra besser aufpassen. Yeah. Hätte ich auch gesagt. Hey, Violet. Have you met Shelby yet? He lives in the woods. He may seem a bit unusual, but he knows a lot about wild plants. Hast du schon Shelby kennengelernt? Er lebt im Wald. Er wirkt vielleicht etwas kauzig, aber er weiß eine Menge über Wildpflanzen. Natürlich haben wir Shelby schon kennengelernt. Joa. Da es jetzt so nicht mehr viel zu tun gibt, es schon spät ist, würde ich sagen, wir machen jetzt Feierabend für heute. Hooray. Ja, morgen ist dann hoffentlich die Hütte fertig. Wir gucken dann mal, was wir für die ganzen Gerätschaften brauchen, die wir aufstellen können und werden dann bei Parker den Hühnerstall in Auftrag geben. Ich freue mich drauf. Und wir werden dann morgen auf jeden Fall auch zum Zirkel gehen, den Trank hinbringen. Ich glaube nämlich morgen müsste ja dann hier die letzte Pflanze auch fertig sein. Genau, noch einen Tag, dann können wir nämlich auch alles abernten und werden dann auch, wenn es denn schon direkt geht, das werden wir dann sehen, den Sommer einleiten. Ich bin echt gespannt. Dann haben wir eine neue Season. Mal gucken, was uns dann alles so erwartet. Also haben wir mal wieder viel vor für morgen. Das heißt, wir gehen jetzt schlafen, damit wir morgen wieder fit sind. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ja, wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Ciao.